schön, dass ihr reinguckt bei unserem Talk. New Work, wir würden gerne mit euch teilen, was unsere Erfahrungen sind, was wir gelernt haben oder im Begriff sind zu lernen. Ich kriege jetzt irgendwie die Präsentation nicht auf. Tut mir leid. Carina, vielleicht Ja? machen wir das dann jetzt mal ohne. Ja, okay. Weil einer der Bausteine ist Agilität, weißt du was? Wir haben das vorher geübt und wir machen das jetzt ganz agil. Also, wir erzählen euch, was wir mitgenommen haben in diesem Projekt. Ach, guck, da ist es ja doch. Juhu. Ja, guck an. Dann geht's jetzt hier los. Carina und ich arbeiten in einem Projekt, FH Personal. Davon gibt es 20 in Baden-Württemberg, die gefördert wurden. Und wir wollen auch gerne agil in diese Runde auch arbeiten oder eben in dieses New Work reinkommen. Und für uns bedeutet das vor allem diese Wertekanon, wo es um Gemeinschaft geht. Das bedeutet, dass man teilhat, dass man kollaboriert, dass auch um Selbstorganisation geht. Und Selbstorganisation ist die Frage so, ich bringe das ein, was ich kann. Ich bin aber auch aktiv. Ich muss auch die Verantwortung dafür übernehmen. Und ich habe aber auch Freiheit und kann gestalten. Und es geht auch um die Interaktionsqualität. Die ist nämlich, dass wir transparent, offen miteinander kommunizieren, dass wir wertschätzend miteinander kommunizieren, respektvoll und auf Augenhöhe. Und diese Werte machen sich bemerkbar in verschiedenen Bereichen, nämlich in den Arbeitsformen drückt sich das aus, in den Modellen, die Arbeitszeit betreffen, in der agilen Vorgehensweise, in der diversen Zusammensetzung des Teams und aber auch in Führung. Und dazu haben wir in diesen verschiedenen Bereichen haben wir eben Erfahrungen gemacht, wie wir euch teilen wollen. Genau, und wir haben sehr schöne Erfahrungen in dem FH-Personalprojekt, in dem wir arbeiten. Es sind 20 Hochschulen, die hier organisationsübergreifend zusammenarbeiten. Und das funktioniert sehr schön, weil wir hier hierarchiefrei zusammenarbeiten. Das heißt, wir organisieren uns selbst. Und wenn hier auch Probleme auftauchen, so wie jetzt zum Beispiel, dann sagen wir, okay, machen wir es so. Die Richtung wollten wir eingehen, klappt nicht. Also versuchen wir was anderes. Wir teilen unsere Erfahrungen, das heißt, alle sind hier wirklich sehr offen und sagen, okay, hier hatten wir Probleme, das lief gut, hey, probiert's doch so. Also das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Erfahrungsaustausch, so dass man gemeinsam das große Ganze im Blick hat und nicht jeder auf sein eigenes Wissen hier sitzt und nicht teilt. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und man kann Wir sich haben. gegenseitig auch sagen, oh, hier hat es jetzt nicht geklappt, darauf haben wir uns eigentlich vereinbart, dass Genau. wir es so machen und dann hat es aber nicht geklappt und dann sagt man sich das gegenseitig. Genau, ja, sehr schöne Fehlerkultur, schöne Feedbackkultur. Und was auch ein sehr, sehr schönes Bereich ist in dem New Work, ist das Arbeitszeitmodell. Wir haben an der Hochschule Erbstadt-Sigmaringen zum Beispiel keine Kernarbeitszeit. Das heißt, wir können wirklich zwischen 6 Uhr morgens und 20 Uhr abends arbeiten, so wie wir es uns einteilen können. In Kombination mit dem sehr weitreichenden Homeoffice ist das natürlich echt eine perfekte Verbindung von Privatleben und Beruf. Das ist wirklich sehr, sehr agil. Es fordert aber natürlich auch eine gewisse Verbindlichkeit auch und eine gute Organisation, eine gute Transparenz, dass man auch mehrere Touchpoints hat, wo man sich sieht. Wir haben zum Beispiel einen Social Monday sozusagen platziert, um uns hier auch persönlich dann zu sehen. Das funktioniert sehr, sehr schön. Wir haben auch gesagt, das geht, wenn es um agiles Arbeiten geht, geht es auch darum, dass wir ganz viel Transparenz herstellen müssen, also auch ganz viel kommunizieren. Und das machen wir nicht nur im Team, sondern auch gegenüber anderen Stellen an der Hochschule. Wir wollen da ein bisschen auch ausstrahlen über diese Arbeitsweise. Und wir haben festgestellt, wenn man eben wertschätzend und sehr offen kommuniziert, lassen sich Leute auch sehr gerne darauf ein, mal auch eine Extrameile zu gehen und mal was Neues auszuprobieren, das sie vorher sich noch nicht getraut haben. Zum Beispiel so beim nächsten, ich würde mal in den Punkt auch Führung springen. Gerade fürs Recruiting dieses Teams habe ich ganz andere Stellenausschreibungen gemacht, die narrativ sind, wo ich versucht habe, auch schon die Werte, wie wollen wir miteinander arbeiten, drin zu transportieren. Und dann sagte auch die Personalabteilung erstmal, ja, so sahen die aber noch nie aus, unsere Stellenausschreibungen. Und wenn man dann aber mit denen kommuniziert und Transparenz herstellt und die mit reinnimmt ins Boot, dann gehen die auch mit für solche Sachen. Und aus Führungssicht ist auch ganz, ganz wichtig, dass hier Kommunikation aktiv gestaltet werden muss. Also da muss nochmal neu in der Rolle reingegangen werden, wie, also dass wir mehrere Touchpoints haben, dass wir auch wertschätzend kommunizieren, dass ich das auch immer herausstelle. Bin jetzt nicht sicher, ob wir bei 5 Minuten jetzt sind. Katja? Ich sehe Bin ich gerade da? noch eine Frage Ja. im Chat, wie das mit der Erreichbarkeit ist der einzelnen Mitarbeiter. Da haben wir Vereinbarungen und drumherum sind sie alle frei.
Genau, feste Termine, feste Punkte und alles andere ist tatsächlich sehr flexibel, was ich wirklich enorm schätze. Und das ist ein großer Punkt war, warum ich von der Wirtschaft auch in die Hochschulwelt gewechselt bin. Sollen wir dann gleich weitergeben an die Sonja? Genau. Dann schließen wir mal. Ja, vielen lieben Dank. Das hört sich sehr spannend an. Das fände ich auch klasse, wenn ich keine Kernarbeitszeiten mehr einhalten könnte, müsste, sondern selber entscheiden kann, wann ich hingehe. Jetzt gucke ich gerade mal, ob ich meinen Bildschirm freigeben kann. Wunderbar. So, ich habe einen anderen. Könnt ihr meinen Bildschirm sehen? Ich sehe nämlich keinen Bildschirm. Ja. Wunderbar. Okay, wir haben einen ganz anderen Aspekt der Arbeit bei uns ausprobiert, und zwar das leidige Thema der Studiengangsentwicklung. Viele Leute, die in dem Bereich unterwegs sind, kennen das. Es ist schwierig. Häufig wird Studiengangsentwicklung nur dann betrieben, wenn es unbedingt notwendig ist, weil ein Professor emeritiert oder jemand wird neu berufen und dann muss man die Lehre wieder umstellen. Und das empfinden auch viele Studiengangsverantwortliche als eher unangenehm oder lästig. Und wir haben uns überlegt, mit dem Unterstützungspaket Studiengangsentwicklung das ein bisschen stärker zu strukturieren, um den Verantwortlichen einen Rahmen zu geben, innerhalb dessen sie sich mit den Kernaufgaben beschäftigen können. Das bedeutet, wir sehen hier die 5 Pfeiler. Wir fangen mit der Planung an. Hier gehen wir tatsächlich mit den zentralen Stellen, also Verwaltung, Studiensekretariat oder auch uns, Zentrum für Lehrentwicklung, setzen wir uns zusammen mit den Studiengangsverantwortlichen und planen den Workshop oder beide Workshops für die Leute, die nachher in der Studiengangsentwicklung inhaltlich mitarbeiten sollen. Da sollen also auch Studierende dabei sein, Mittelbauler und verschiedene Interessengruppen. Dieser Workshop wird von uns zusammen mit den Initiatoren geplant, von uns moderiert und mit durchgeführt. Und im ersten Workshop passiert hauptsächlich die Zielformulierung. Dann gibt es Arbeitsaufträge, die in Kleingruppen gelöst werden, außerhalb der Workshopszeiten. Das kann 2, 3 Monate sein, bis der nächste Workshop stattfindet. Dort werden die Ergebnisse gesammelt und am besten eben in einen neuen oder veränderten Studiengang integriert. Und das alles passiert in sehr enger Zusammenarbeit mit den zentralen Stellen, gerade eben auch Rechtsabteilungen oder Ähnliches, die da ja nochmal drauf gucken müssen, wenn es um irgendwelche Ansprüche oder Verpflichtungen geht. Und da haben wir positive Rückmeldungen bekommen. Das heißt, wenn man den Mitarbeitern und Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, sich auf ihre Kernaufgabe, nämlich die eigentliche Überlegung, was muss in die Lehre rein, wie strukturieren wir die Lehre, was kommt wann, was muss, baut auf was auf, wenn sie sich darauf konzentrieren müssen können und sich nicht um andere Verhandlungen und Organisationen kümmern müssen, dann kommen die tatsächlich auch in einen guten Flow, können gut zusammenarbeiten. Und wir haben positive Rückmeldungen bekommen von den Beteiligten, dass sie dieses Unterstützungspaket als hilfreich empfinden und dass sie auch die Eingaben von den anderen in dem Kreisdiagramm angegebenen Stellen als durchaus hilfreich empfinden. Im Moment sind wir in der Pilotphase, das heißt, wir probieren mit mehreren Fächern zusammen aus, wie ihre Studiengangsentwicklung mit diesem Unterstützungspaket läuft. Und wenn wir das in eine Form bekommen, die man dauerhaft anbieten kann, dann würde das auch in unsere Qualitätsmanagementzyklen mit eingefügt werden und wäre dann Teil unseres Berichts zur Lehre. Dementsprechend würde das dann auch an die Hochschulen kommuniziert. Was wir nicht verbessern können, auch mit einem schönen Unterstützungspaket, ist leider die Tatsache, dass wir an vielen Universitäten wahrscheinlich auch Studiengangsentwicklung oder Studiengangsplanung, dafür wird keine Zeit wirklich festgelegt. Das heißt, alle diese Dinge müssen neben der Forschung, neben der Lehre, neben anderen Selbstverwaltungsaktivitäten durchgeführt werden. Und die Schwierigkeit, die leider weiterhin besteht in all diesen Bereichen, ist, wir haben zu wenig Zeit. Es ist unglaublich schwierig, Termine zu finden, je größer die Gruppe wird.
Aber ich finde es auf jeden Fall hilfreich. Und falls jemand Interesse daran hat, können wir auch gerne nochmal näher berichten am Netzwerktisch, wie das gelaufen ist. Das wäre mein Bericht zu unserem Unterstützungspaket. Es ist noch sehr neu und ich freue mich, falls Sie Anregungen gefunden haben. Vielen Dank, Sonja. Dann geben wir weiter an den nächsten Beitrag. Ach, da ist er ja schon, Projektmanagement als Baustein erfolgreicher Lehrentwicklung. Marina und Nico. Genau, ich übernehme. Wir bleiben in Baden-Württemberg. Sonnige Grüße aus Mannheim. Mein Name ist Nico Baldus und wir werden Ihnen in den kommenden Minuten etwas über unsere Erfahrungen zu Projektmanagement als Baustein erfolgreicher Lehrentwicklung erzählen bzw. darüber berichten. Nächste Folie bitte. Klappt das, Marina? Ja, bei mir ist sie angezeigt. Ah, jetzt, okay. Was ist der Ausgangspunkt? Wir haben während Corona, aber auch schon davor natürlich festgestellt, dass Lehrende mit einigen Herausforderungen zu kämpfen haben, insbesondere wenn sie ihre Lehre Digitalisierungsaspekte erweitern wollen, in Virtual Classroom beispielsweise. Ein Punkt ist beispielsweise, dass die Schwelle zur Realisierung von Digitalisierungsvorhaben einfach sehr hoch ist. Es ist relativ zeitaufwendig, solche Projekte umzusetzen und kann auch teilweise sehr viel Zeit dauern, wenn wir zum Beispiel bei Prüfungsverfahren sind, digitale Tools, die freigegeben werden müssen von der Datenschutzabteilung. Da sind wir teilweise auch bei 9 Monaten oder einem Jahr. Also das muss einfach eingeplant werden. Die Komplexität ist bei anspruchsvolleren digitalen Lehrprojekten auch sehr, sehr hoch im Zweifel. Das macht es nötig, dass verschiedene Akteure zusammenarbeiten, zum Beispiel die Softwarebeschaffung oder die Medientechnik, die Hochschuldidaktik, die Verwaltung, Datenschutz. Also sehr viele kommen zusammen, damit Lehrende ein erfolgreiches Lehrprojekt umsetzen können. Klar ist auch noch, dass Kenntnisse von anspruchsvolleren Lehrszenarien für digitale Lehre auf Seiten der Lehrenden teilweise noch sehr begrenzt sind, trotz Corona, und auch fehlende Kenntnisse von administrativen Prozessen sind immer noch festzustellen, zum Beispiel bei Beschaffungen oder bei Einstellungsverfahren. Das sind noch einige Punkte und ich gebe weiter an Marina Friedrich-Schieber. Genau. Unter anderem, um diesen Herausforderungen zu begegnen, haben wir dann das Projekt Innoma ins Leben gerufen. Das hat es sich zum Ziel gesetzt, die Strukturen für digitale und innovative Hochschullehre an der Uni Mannheim zu verbessern und wird gefördert durch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Und die Komplexität, die wir bei digitalen Lehrprojekten sehen, die sehen wir auch in unseren Strukturen. Ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, sieht man, wir haben ganz unten geförderte Lehrprojekte, also wir haben einen internen Förderfonds und wir haben verschiedene Abteilungen, die hier mitarbeiten und ganz schön viele Informationsflüsse zwischen diesen ganzen Beteiligten. Was wir uns dann vorher überlegt haben, ist, was kann das Projektmanagement leisten, um das Projekt erfolgreich umzusetzen? Dazu zählt der Kontakt zur mittelgebenden Stiftung inklusive Dokumentation und Berichtswesen und vor allem diese verschiedenen Informationsflüsse und Schnittstellen im Blick zu behalten und sie aktiv zu managen. Das waren die Vorüberlegungen. Diese Aufgaben werden auch weiterhin erfüllt, aber im Laufe des Projekts, das läuft jetzt seit knapp 2 Jahren, kamen dann noch verschiedene weitere Aufgaben hinzu. Dazu zählt unter anderem, dass das Projektmanagement sehr häufig als erste Ansprechperson für die geförderten Lehrprojekte und die beteiligten Lehrenden fungiert. Außerdem hat sich gezeigt, dass das Projektmanagement als Bindeglied fungieren kann zwischen den Leitungen der beteiligten Abteilungen, also zwischen dieser strategischen Leitungsebene und den Projektmitarbeitenden, also zwischen der operativen Ebene von den Menschen, die das Projekt Innoma eigentlich umsetzen. Und dazu zählt auch, dass die verschiedenen Abteilungsleitungen in Aufgaben der Personalführung unterstützt werden können, weil da einfach neue Herausforderungen entstehen. Dadurch, dass wir ein neues Projektteam zusammengewürfelt haben, sage ich jetzt mal, aus verschiedenen Mitarbeitenden dieser beteiligten Abteilungen. Darüber hinausgehend kamen Aufgaben hinzu, die den Transfer und die Vernetzung betreffen. Das heißt, dass wir uns überlegen müssen und das auf, ja, strategischer Ebene getan haben und niedergeschrieben haben, wie gehen wir denn eigentlich mit unseren Projektergebnissen um? Also die geförderten Lehrprojekte machen wunderbare Sachen. Wie tragen wir das denn eigentlich an die Lehrenden innerhalb und auch außerhalb unserer Uni? Und mit welchen relevanten Akteuren möchten und können wir uns vernetzen? Auch das sind Aufgaben, die das Projektmanagement mit übernimmt. Und somit hat sich für uns gezeigt, dass nicht nur diese Ergebnisse
aus den einzelnen geförderten Lehrprojekten wunderbare Transferprodukte sind, sondern auch grundsätzlich diese Struktur, mit der wir abteilungsübergreifend zusammenarbeiten und insbesondere diese zentrale Rolle des Projektmanagements. Weil wir eben festgestellt haben, und das ist ja nicht so das Erste, was einmal in die Gedanken kommt, wenn man von der Realisierung von Digitalisierungsvorhaben spricht, dass das Projektmanagement dort einen erheblichen Anteil leisten kann, dass diese Vorhaben eben erfolgreich umgesetzt werden können. Unter anderem, indem Informationsflüsse und Schnittstellen gemanagt werden, indem zwischen verschiedenen Abteilungen und Akteuren vermittelt und teilweise auch einfach nur übersetzt wird, weil das Wording unterschiedlich ist, indem die Leitungen in Sachen Personalführung unterstützt werden, weil eben ein abteilungsübergreifendes Team entstanden ist. Und wichtig ist eben an dieser Stelle auch, dass das Projektmanagement in dieser abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit eine neutrale Rolle einnimmt. Und damit sind wir zu dem Schluss gekommen, dass diese Schaffung des Projektmanagements, dieser expliziten Rolle des Projektmanagements, ein lohnenswertes Investment ist und dass wir das auch sehr gerne nach Ablauf der Projektförderung beibehalten möchten. Und wir sind froh, dass wir diese Erfahrung hier teilen durften. So, vielen Dank dafür. Ich gebe weiter an Svenja König, die uns einen Blended Onboarding-Prozess vorstellen wird. Ja, vielen Dank für die kurze Einführung. Genau, wie schon kurz angekündigt, es soll jetzt um das Thema Onboarding gehen. Dazu ist im vergangenen Jahr aus der Not, die sicherlich viele Hochschulen betrifft, sinkender Studierendenzahlen, die Idee zu einem Pilotprojekt entstanden, einem neuen Onboarding-Konzept. Und das in seinem Überblick quasi in zwei Phasen aufgeteilt werden kann. In der ersten Phase geht es darum, erstmal wichtige Überzeugungsarbeit zu leisten und die Bewerbenden von der Hochschule zu überzeugen, zum Zeitpunkt, wo sie ja auch noch in der Entscheidung zwischen anderen Hochschulen sind und dann schließlich auch, wenn sie sich dann entschieden haben, in einer zweiten Phase auch quasi sie in ihrer Entscheidung zu bestärken, dass sie sich für die Hochschule richtig entschieden haben. Und zu jeder der Phasen sind quasi zwei Bausteine bestimmt. In der Phase der Überzeugung geht es einmal darum, auch schon erste Informationen einfach bereitzustellen, die wichtig sind. Und dann natürlich gleichzeitig auch schon Beziehungen aufzubauen. Und in der zweiten Phase der Bestärkung geht es dann vor allem einfach darum, auch nochmal wirklich Begeisterung zu schaffen und die Vernetzung weiter zu stärken. Genau, wie kommen diese zwei Phasen zustande? Dazu hat man einfach in den Blick genommen, wie gestaltet sich so der Prozess aus der Sicht des Bewerbenden. Und das ist natürlich dann einmal die Bewerbungsphase, in der sich bewirbt und dann den Zulassungsbescheid erhält und sich dann mit der Entscheidung für die Hochschule immatrikuliert. Und dann quasi steht ja dann der Startpunkt an und da beginnt dann die zweite Phase, wenn er quasi dann als neuer Studierender an der Hochschule seine Hochschullaufbahn beginnt. Und da sind eben auch nochmal für die jeweilige Phase die beiden Schwerpunkte dargestellt. In der Phase 1 geht es um die Überzeugung von der Entscheidung und in der Phase 2 um die Überzeugung von der Richtigkeit der Entscheidung. Genau, wie sieht so eine konkrete Maßnahme in der ersten Phase aus? Ich hatte ja vorhin schon diese beiden Bausteine Information und Beziehungsaufbau benannt. Und da haben wir zur Informationsbereitstellung einen Moodle-Kurs gestaltet, der unter anderem ein Padlet für Fragen beinhaltet oder auch eine Videovorstellung von Dozenten. Und auf der Ebene des Beziehungsaufbaus gab es einen Campusplausch, einen Nachmittag am Campus, wo die Bewerbenden dann Fragen an Professoren und uns stellen konnten und wo quasi der erste Begegnungspunkt dann stattgefunden hat und sie den Campus einfach erleben konnten.
Genau, hier ist einmal kurz dieser Moodle-Kurs abgebildet, wie ich ihn eben erwähnt habe, wo die Studierenden eben einerseits Elemente zur zum Kennenlernen der zukünftigen Professoren finden, aber auch eben wichtige Informationen zum Beispiel jetzt in unserem Fall Kempten zu ihrem Studienort. Genau, und da nochmal detaillierter aufgeführt die drei Elemente des Campusplaus, dieses Begegnungsnachmittags. Da ging es einmal eben darum, auch thematische Einblicke im Rahmen einer Schnuppervorlesung zu vermitteln und dann natürlich der Schwerpunkt auch zukünftige Kommilitonen kennenzulernen und dann eben Raum für Fragen und offenen Austausch mit Professoren, aktuellen Studierenden zu bieten. Genau, und dann quasi nur noch ganz kurz vorgestellt zum Abschluss, zwei wichtige Elemente der zweiten Phase bilden dann ein Mentoren-Tandem-Programm, welches wir zur Unterstützung der Studierenden im ersten Semester dann aufgebaut und entwickelt haben. Und natürlich als besonderer Start dann in die Hochschullaufbahn ganz wichtig das Erstsemester-Event, auch als Baustein, um Begeisterung zu schaffen und Freude auf den Weg an der Hochschule zu wecken. Genau. Hier noch einmal ganz kurz abschließend zusammengefasst. Im Onboarding-Prozess, es geht um Information, um das Ankommen, um Vernetzung und um Begeisterung. Und da haben wir sehr positive Resonanz bekommen zu unserem Pilotprojekt und freuen uns dann, das auch in einem stetigen Verbesserungsprozess immer weiter auszufallen und haben das jetzt dann auch für das kommende Semester mit weiteren Fakultäten auch, die sich dort angeschlossen haben, wieder begonnen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Dann gebe ich jetzt weiter an Tobias Hürmer und Michaela Ochs und die Umsetzung eines digitalen Studienplanungsassistenten. Genau, man dürfte mich jetzt hoffentlich hören und auch sehen und meinen Bildschirm auch sehen. Ja. Dass alles funktioniert, genau. Sehr gut. Genau, also ich darf quasi mit meiner Kollegin zusammen, ich werde den Teil präsentieren heute, unsere Erfahrungen, die wir hier an der Uni Bamberg gemacht haben mit dem digitalen Studienplanungsassistenten, den wir derzeit auch noch entwickeln, und kurz die Potenziale aufzeigen, die wir eben so ein bisschen darin sehen. Anfangen möchte ich damit ein bisschen aufzuzeigen, warum das Thema gerade bei uns so ein bisschen interessant ist. Also wir haben im November eine Umfrage unter Studierenden gemacht bezüglich der Studienplanungssituation, also wie die Studierenden die Studienplanung an der Uni Bamberg wahrnehmen. Und wie man hier an den mitgebrachten Zitaten recht schön erkennen kann, ist, dass es als ein sehr zeitaufwendiger, teilweise frustrierender und nervenraubender Prozess wahrgenommen wird, den man teilweise lieber auf Papier macht, als ihn vielleicht digital durchzuführen oder zu setzen. Dass die Länge von Modulhandbüchern so ein bisschen kritisch gesehen wird und dass Studierende sich durchaus mehr individuelle Studienberatung wünschen, was natürlich auch bei einer gewissen Größenordnung dann zu einem kleineren Problem werden könnte. Diese Probleme haben wir uns so ein bisschen als Idee genommen, dass man da eben was machen kann, haben eben an einer Umsetzung von einem Studienplanungsassistenten gearbeitet oder arbeiten gerade da noch dran, der das oben rechts stehende Akronym besitzt. Wir waren da ein bisschen kreativ. Und insgesamt vier größere Komponenten besitzt. Zum einen ein studentisches Dashboard, also im Endeffekt einfach so eine Übersicht über seinen persönlichen Studienverlauf, die Metadaten seines Studiums und dann zusätzliche Daten wie Modulbelegungen, ECTS-Fortschritt und so weiter. Da sind wir auch noch im Entwickeln, also das wird entsprechend laufend erweitert. Zudem ist es so, dass wir die Idee hatten, dass wir das Modulhandbuch als eine der zentralen Anlauf- oder zentralen Informationsquellen bei der Studienplanung entsprechend interaktiv gestalten möchten. Das heißt, eben auch filterbar, sortierbar und so weiter, gruppierbar. Alles, was man mit einem klassischen PDF-Modulhandbuch eben nicht hat. Und die beiden größeren Planungskomponenten sind zum einen die kurzfristige Semesterplanung, also im Endeffekt alles, was man typischerweise unter der Stundenplanung versteht. Wenn ich jetzt irgendwelche Kurse auf meinen Stundenplan in diesem aktuellen Semester verteilen möchte, und zum anderen eben eine langfristige Studienplanung, wenn es dann eben nicht nur auf das aktuelle Semester geht,
sondern eben auch über Semester hinweg, wo es dann eben interessant wird, dass man ja gewissermaßen auch Abhängigkeiten zwischen Kursen hat, also Vorbedingungen zum Beispiel, und damit Studierenden eventuell auch ein zielgerichtetes Studieren entsprechend leichter macht. Von dieser Umsetzung mal zum Konzept, was dahinter steht. Also ich habe ja gerade schon diese vier Komponenten vorgestellt, die so unser Kernsystem mehr oder weniger charakterisieren. Dieses Kernsystem soll perspektivisch in irgendeiner Form auf den verschiedenen Datenquellen, die es so an so einer Universität gibt, entsprechend auch basieren. Teilweise haben wir diese Datenquellen auch schon über Schnittstellen angebunden. Teilweise gestaltet sich das Ganze ein bisschen schwierig, wenn man so Prüfungsverwaltungssysteme und so anschaut. Da würden wir uns natürlich mehr wünschen. Grundsätzlich ist es aber so, dass die Vielfalt an Daten, die man da in so einer Universität hat, für so einen Studienassistenten durchaus interessant sein könnten, wie zum Beispiel auch die Mikrodaten auf Ebene von Learning Management Systemen. Das Ganze kann man dann eben dazu nutzen, dieses Grundsystem, was ich vorgestellt habe, auch nochmal ein bisschen zu erweitern, dass man entsprechend zum Beispiel mit Empfehlungssystemen, also Recommender-Systemen, durchaus auch so ein bisschen Studierende bei der Entscheidungsfindung so ein bisschen unter die Arme greift, sie jetzt nicht entmündigt, sondern im Endeffekt wirklich ihnen mehr Informationen bereitstellt und dadurch die Entscheidung so ein bisschen leichter macht. Zudem ist es so, dass wir auch Richtung Kompetenzvisualisierung gucken wollten. Also Kompetenzorientierung ist ja ein ganz großer Begriff, der aber für Studierende vielleicht gar nicht so transparent ist. Und wenn man das in irgendeiner Form versucht zu visualisieren und ein bisschen klarer zu machen, kann man da im Endeffekt auch einen Schwerpunkt auf der Planung vielleicht nochmal legen. Neben unserer primären Zielgruppe haben wir auch noch weitere Zielgruppen, die man vielleicht perspektivisch in den Blick nehmen kann. Also sei es jetzt Studienberatungen, dass man quasi als Student mit seiner Planung im Endeffekt, die man in der Anwendung macht, zur Studienberatung geht und die dann einem nochmal so ein bisschen zusätzlich helfen kann und auch schon eine gewisse Grundlage hat. Studiengangsverantwortliche, wenn es dann ums Studiengangsmonitoring geht, oder eben auch Dozierende können potenzielle Zielgruppen in Zukunft sein. Genau, kurz zum Abschluss, weil ich ja nur noch eine Minute habe. Die Potenziale, die wir so ein bisschen mit dem System verbinden, ist, dass es eben mehr Transparenz für die Studierenden entsprechend bietet, dass diese Erweiterungen, die noch zusätzlich darüber hinausgehen, eben eine zielgerichtete und individualisiertere Planung des Studiums entsprechend ermöglichen können. Und für die Universität natürlich noch interessant, dass es eben auch eine Möglichkeit ist, bestehende Datenbestände vielleicht ein bisschen tiefergehend analysieren zu können, um Studienangebote entsprechend zu optimieren oder zu verbessern. Für uns ist so der nächste Weg, also unser Ausblick im Endeffekt, dass wir sowohl die positiven als auch die negativen Auswirkungen von unserem Studienplanungsassistent entsprechend mal auf dem entsprechend evaluieren und reflektieren möchten. Also eben uns nicht nur auf das Positive, sondern eventuell auch gucken, dass wir eben nicht zu sehr eine leitende Stellung einnehmen und die Studierenden eben auch nicht zu sehr in den einen Pfad quasi drücken. Und zum anderen, dass eben eine stärkere Integration in bestehende universitäre Umgebungen entsprechend angedacht werden muss. Und damit möchte ich meinen Vortrag auch beenden und möchte, falls sich jemand noch austauschen möchte, gerne auf den Netzwerktisch verweisen. Vielen Dank. Vielen Dank, Tobias. Läuft das über Screensharing, deine Folie? Ja. Das ist jetzt weg. Es gab bereits einige bereits Nachfragen im Chat, habe ich gesehen. Leider lässt dieses Format das hier vielleicht nicht unbedingt zu, alles zu diskutieren. Eine Frage aber an dich, Tobias, war beispielsweise, wie viel Prozent der Studierenden dieses System nutzen? Also es ist gerade aktuell noch in der Testphase, wir haben es aktuell noch gar nicht wirklich produktiv geschalten. Wir sind jetzt gerade durch eine erste Nutzerstudie durch, wo wir sehr viel Input mit aufgenommen haben. Das heißt, wir werden es am nächsten Semester vermutlich versuchen, ein bisschen breitflächiger zu nutzen und an der kompletten Fakultät auch entsprechend theoretisch nutzbar zu machen. Also eine genaue Nutzerzahl kann ich aktuell noch nicht sagen, weil wir es eben noch nicht komplett live haben. Ich kann aber auf den Netzwerktisch auch gerne noch ein bisschen konkreter werden. Ich habe auch den Prototypen dabei. Das heißt, ich kann auch so ein bisschen Einblick in die Funktionalitäten geben. Danke.